Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 28. März. Senftenberg soll leiser werden. Dazu erarbeitet die Stadt aktuell einen neuen Lärmaktionsplan für die Jahre 2024 bis 2029. Ziele seien nicht nur die Bekämpfung des Lärms in lauten Gebieten, sondern auch der Schutz ruhiger Zonen wie der Schlosspark. Von Lärmbelastung betroffen seien in der Kreisstadt vor allem die Hauptverkehrsstraßen wie die B169 in Brieske, der Jüttendorfer Anger sowie Abschnitte der Straße des Bergmanns. Nach Ostern beschäftigt sich auch ein Infoabend mit dem Lärm in der Stadt. Los geht's am 4. April um 17 Uhr im Senftenberger Rathaus. In Lauchhammer startet ein zusätzliches Nahverkehrsangebot. Im Unterschied zu den weiter bestehenden Stadtlinien gibt es beispielsweise keinen Fahrplan. Über die Einzelheiten informierten Stadt und Betreiber vor wenigen Tagen. Lauchhammer ergänzt seinen öffentlichen Personennahverkehr um ein bedarfsgerechtes Zusatzangebot. Beim Lausitzer können Sie Online-Ziele in und außerhalb der Stadt buchen. Genau, es ist eine Revolution, so möchte ich das sogar bezeichnen. Wir sind quasi die Vorreiter eines wirklich neuen Stadtverkehrs, eines On-Demand-Verkehrs, also eines Rufbusses in der Art. Ja, man darf es nicht ganz Rufbus nennen, aber natürlich ein bedarfsberechter für jeder Mann, jeder Frau dann auch Verkehr. Der Lausitzer kann täglich von 9 bis 19 Uhr in Anspruch genommen werden. Erstmals buchen können Sie ihn am 1. April und das ist kein Scherz. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Cottbus ist in diesem Monat auf 6,2% gesunken. Sie liegt damit auf dem Niveau des Vorjahres. In Südbrandenburg waren im März 19.235 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 417 weniger als im Februar. Zudem meldet die Agentur rund 6.500 offene Stellen. Gesucht werden unter anderem Helfer im Wachschutz, Verkäuferinnen und Verkäufer, Berufskraftfahrer sowie Helfer in der Gastronomie und der Reinigung. Auf der Werbung um Fachkräftenachwuchs hat sich die KWG Senftenberg in der Bernhard-Kellermann-Oberschule präsentiert. Mitarbeiterinnen und Azubis informierten dort über KWG und BMA und stellten die aktuellen Ausbildungsrichtungen vor. Angeboten werden unter anderem Immobilienkaufmann und Holzmechaniker oder das BA-Studium Vermögensmanagement. Dass fast alle Jugendlichen der 9. Klassen schon konkrete Berufswünsche äußerten, habe positiv überrascht, so Susanne Schlipp vom Team Wohnen. Ein weiteres Projekt gab es am Friedrich-Engels-Gymnasium. Im Rahmen des Zukunftstages der 12. Klassen ging es um die erste eigene Wohnung und den richtigen Umgang mit dem Mietvertrag. Und nun folgen weitere Kurzmeldungen. Zu einem besonderen Konzert laden die Musikstudiengänge der BTU und das Landesjugendzupforchester Brandenburg-Berlin. Die Musikerinnen und Musiker präsentieren in Cottbus ein Programm von der Renaissance über die Romantik bis hin zu folkloristischen und jazzigen Kompositionen. Das Konzert beginnt am 1. April um 15 Uhr im Konzertsaal auf dem Campus Cottbus-Sachsendorf. Der Eintritt ist frei. Senftenbergs Bürgermeister Andreas Pfeiffer lädt zum Osterspaziergang in den Schlosspark ein. Ostermontag von 14 bis 17 Uhr können Sie bei Musik und kleinen Leckerbissen Osternester suchen oder bei den Meisterschaften im Eierrollen antreten. Auch wer wissen will, was das mit ganz, ganz seltenen Kleinstwaren zu tun hat, sollte vorbeischauen. In Schwarzheide startet Ostermontag ein Gedenkmarsch zum Rudernder Markt. Mit Redebeiträgen, Gedichten und Liedern sei die Veranstaltung vieles. Gedenkmarsch in Erinnerung an ermordete Menschen, aber auch Verständigung zum Stolperschwellenprojekt 2025. Das Landeskabinett hat am Dienstag Brandenburgs seniorenpolitische Leitlinien beschlossen. Die insgesamt 6 Themen reichen von Wohnen über Mobilität bis zur digitalen Fitness. Erstmals wurden auch die Punkte verdeckte Altersarmut und Einsamkeit aufgenommen. Genannt werden auch der Betrieb bedarfsorientierter Rufbusse, vor allem in ländlichen Gegenden. Teil des Pakets ist das Förderprogramm Pflege vor Ort. Es solle eine Pflege in den eigenen 4 Wänden besser als bisher ermöglichen. Derzeit sind in Brandenburg rund 1/4 der Einwohner 65 Jahre und älter. 2030 steige der Anteil auf fast 1/3. Soweit die Meldung und jetzt folgt hier noch der Polizeibericht. In Plesser haben Unbekannte ein Gebäude in der Feldstraße aufgebrochen. Gemeldet wurde die Tat Mittwochabend. Der oder die Täter waren in ein leerstehendes Wohnhaus eingebrochen und hatten die Räume durchwühlt. Was gestohlen wurde und die Höhe der Schäden wird noch ermittelt. Und Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Plesser. An einer Tankstelle waren 2 Pkw zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Die Sachschäden an den Autos liegen bei etwa 3.000 Euro. Das waren unsere Nachrichten für Sie und hier folgt nun noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg.
Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Am Freitag bleibt der Himmel noch einmal bewölkt mit leichten Schauern über den Tag verteilt. Die Werte gehen von 6 bis 16 Grad. Zum Wochenende gibt es dann einen Wetterumschwung. Es wird sonnig und warm bei 8 bis 23 Grad. Sonntag gibt es weiterhin viel Sonnenschein, keine Wolken und keine Niederschläge. Die Temperaturen gehen von 11 bis 20 Grad. Das perfekte Wetter also für ein perfektes Osterfest.